Hallo Freunde der käuflichen Liebe, willkommen bei eurem Schulle. Und hier ist gerade ein Creeper vorbeigeschlichen. Ich habe es genau gesehen. Ich habe mich vorhin auf Erkundungstour aufgemacht. Hab dabei ein bisschen was gefunden und dachte mir einfach, ich nehme euch mit. Sprich, wir erkunden jetzt hier einmal gemeinsam die Welt. Ne, soweit es halt geht. So, Kompass habe ich zum Glück mit. Der war doch eben Creeper. Da, irgendwo da. Liste. Magenta-Farbstoff. Aha. Ist der Drecksqueeper. Wie viele Spitzhacken habe ich noch? Eine danach noch. Na gut. Ich genau. Da ist er, da ist er. Kommt her, Jungens. So ist das schön. Na dann gezücht. Oh, was ist denn hier schon wieder alles? Höre Spinnen. Aber ich sehe keine und vor allem sehe ich keine Creeper. Das ist schön. Da ist ein Ausgang, okay. Keine Ahnung, wo jetzt rum wir uns Quette sind. Egal. Eisen. Das ist das, was zählt. Komm, bau ab. So. Na komm, wenn wir schon mal hier sind, Kohle nehmen wir auch mit. Was soll der ja jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle habe ich hier jetzt mittlerweile? Oh Gott, 74. Ja, genug. Aber egal. Die Öfen freut's. So. Achso, übrigens hatte ich euch ja in den letzten Folgen erzählt, ich werde irgendwann demnächst auf Diamantenjagd gehen. Was ich eigentlich nicht als Video zeigen will. Wenn ihr es doch als Video sehen wollt, dann schreibt es mir am besten einmal in die Kommentare. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also Mining ist ja an sich todlangweilig. Aber wer weiß. Dauert vor allem lange. Also im Livestream zeige ich es vielleicht. Mal gucken, wie ich Lust habe. So. Na, hahaha. Das hättest du wohl gerne, oder? Was ist denn gerade? War das ein Enderman? Wow. Mensch, du Drecksvieh. Ich hätte hier doch. Eben habe ich doch irgendwas anderes gehört als ein Skelett. Also dieses typische Grrr von einem Enderman. Oh, Spinne. Oh, ein Lederlieferant. Hallo. Oh, hohohoho, nicht runterfallen. Nee, nicht runterfallen. Oh, noch ein Lederlieferant. Sehr schön. Hm. Ja, wie viele Pfeile habe ich noch? Okay. So. Ey. Komm her. Okay. Dann will ich einmal gucken, was ist denn das hier links für ein Loch im Berg. Was ist denn da passiert? Wow. Alter, die hat aber ordentlich einen mitgekriegt. Nein, bleib doch hier, du. So, habe ich jetzt Leder bekommen eigentlich? Nee, Fleisch. 6 Leder insgesamt. Okay. Es wird. Ich weiß gar nicht, für ein Buch brauche ich, glaube, ein Leder, ne? Für ein Buch. Doch, ich glaube ja. Okay, das ist jetzt ja wirklich nicht so. Na komm, bisschen Kohle. Level 33 bin ich mittlerweile.
Ich weiß auch gar nicht, wenn ich eine Verzauberung der Stufe 30 auf die Axt mache, dann... Oh Gott, kostet das 3 Level, also 10%, glaube ich, ne? War das nicht so? Irgendwie? Oder waren alle 30 Level dann futsch? Ich weiß es nicht. Ich hatte es mir nur mal kurz durchgelesen. Oh, hallo. Ein Ozean. Wo muss ich denn überhaupt lang, um wieder nach Hause zu kommen? Da. Da lang. Okay. Ich hätte echt mal ein Boot mitnehmen sollen. Na komm. Ach du Ass, ey. Kannst du mich doch nicht getroffen haben. So, hier kommt ein bisschen Lava aus dem Berg. Ja, Vater, wo bin ich hier? Okay, da ist so, da ist quasi ein Sumpf. Habe ich vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, durch mehr oder weniger Zufall entdeckt. Das ist auch irgendwie also anderes Wasser, sag ich mal. Das ist grün. Also von daher denke ich mal, dass das wirklich irgendwie ein Sumpfbiom oder sowas ist. Lassen wir uns mal überraschen. Läuft ja eigentlich alles noch? Ja, okay. Ja, das sind gewöhnliche Wald- und Wieseneichen, ne? Oh, nee. Was bist du? Fichte? Na, guck. Dann gucken wir mal bei dir, was bist du? Fichte oder Eiche? So, das ist mein Inventar voll, echt jetzt? Ja, weg mit dem Scheiß. Okay, das ist Eiche. Oh, Alter, wie viel Kohle ist denn hier? Und ich hab... Na komm. Kann man ja nicht einfach so vorbeigehen. Wobei geil wäre es natürlich, wenn aus Kohle, wenn man es nicht abbaut, irgendwann, nach keine Ahnung wie viel langer Zeit, mal Diamanten werden würden. Aber gut, das ist glaube ich reinste Utopie. Ich hoffe, ich finde dann noch relativ schnell relativ viele Diamanten. Also ich möchte eigentlich, bevor ich das nächste Mal in Nether gehe, eine komplette Diamantrüstung haben. Plus halt ein Diamantschwert. Wäre schon ganz geil. Moment, was war das jetzt? Fichte. Da habe ich einen Fichtensetzling. Bist du eine Fichte? Ich kann euch doch nicht auseinanderhalten. Fichtenstamm. Ja, das sieht doch. Jo, das ist eine Fichte. Dann bist du auch eine Fichte, sehr schön. Ja, komm, wo sind eure Setzlinge? Hier nicht das gewöhnliche Zeug, Fichten will ich. So. Und weg damit. So. Oh, jetzt kriegt das. Alter. Okay, was kann hier weg? Dafür brauche ich einen, weil das ist egal. Ja. Ja, Erde kann weg. Bruchstein kann weg. Braucht doch keiner. Birkensetzling kann eigentlich auch weg. Aber na, ich wollte gerade sagen, jetzt sammle ich den eh wieder ein. So. Okay. Okay, dann schlagen wir noch mal ein paar Fichten.
So. Oh ja. Das war mal ein bisschen höher geworden. So. Haben wir hier noch irgendwas Unbekanntes, was ich noch nicht kenne? Kohle, Stein, Erde, bla bla bla, da kennen wir alles. So. Was bist du? Noch eine Fichte. In der Hoffnung, dass ich hier gleich jede Menge Setzlinge kriege, die ich mit nach Hause nehmen kann, zum Einsetzen dann quasi. Hier weg. Weg mit dem Blätterwerk. Oh, weg. Voll. 6. Schöne Ding. Moment, hatte ich hier nicht. Hä? Hatte ich hier nicht gerade die Fichte? Ne? Ja, doch, die Fichte eben habe ich. Oh, da steht die doch noch nicht, oder? Okay, vielleicht ist sie wirklich gerade gewachsen. Ich habe keinen Dunst. Jetzt nicht mehr. So. Okay, wo muss ich lang nach Hause? Die Richtung. Ah. Setzlinge, her damit. Was machst du denn hier draußen, sag mal? Pech. Mann. So kann irgendwas weg. Erde. Weg. Ah. Alter, hallo. Was soll denn das? Treve. Da lang? Jupp. Da lang. Oh, so viel Kohlen. Und Hühner und Eier und... Oh. Hallo, Lamas. Na, shit, hab ich. Oder? Springt ihr auf das an? Nö, schade. Ja, keine Ahnung. Setzling? Cheat. Ob ich mir das merken kann, ey? Warte mal, ich muss in die Richtung da. So, das heißt, ich setze mal hier oben eine Fackel. So. Hier eine Fackel. Bong, bong, bong. So, ist weg, okay. Achso, na, ich kann es ja eh nicht. Ich kann es ja eh nicht aufnehmen, weil ich habe keinen Platz im Inventar. Warum kann man sich eigentlich keine Beutel oder Rucksäcke basteln? Das wäre doch mal geil. So, und hier. Oh Gott, ja. Durchdickicht. Okay, der Weg ist weit. Sehr weit. Ah, da hinten ist meine Hütte. Okay. Das ist quasi... Moment, was ist denn das da? Ist das? Boah. Okay. Einmal quer rüber hier. So. Ich weiß gar nicht, sind die Tintenwische hier freundlich oder feindlich? Ich habe keinen Dunst.
So, da drauf. Boah. Hier lang. So, schön. Ah, von da, die Sicht ist das okay. Alles klar, so einmal da, geradeaus. Raus, rechts, geradeaus. Gut. Achso, Moment, einmal kurz nach den Viechern hier gucken, nach den Rindern. Sind alle erwachsen? Ah, kann ich auch wieder welche, kann ich welche schlachten. Tut mir zwar ein bisschen leid, alter Geräuschkulisse. Aber ich brauche Leder. Von daher müsst ihr leider dran glauben. So, wie viele Leder haben wir? 16. Mau. Na, doch, sind wir noch was. Wir sind doch genug da. Dass ich wieder eine Zucht anfangen kann hier. Wir haben 25 Leder. Okay, die lassen wir mal zum Züchten. Na, ihr könnt euch erstmal wieder... Alter, sind ja immer noch so viele. Hallo. Ich könnte mich aufs Dach stellen, fällt mir gerade ein. So. Was willst du denn hier, ey? Ich glaube, betackt. Hä? Ich habe den noch gerade getroffen. Alter. Okay. Damit dürfte ich hoffentlich genug Leder haben, um Bücher etc. herzustellen. Jetzt erstmal, Moment, Essen, das da rein. Dann Grünzeug, das. Holz, haben wir Eichenstamm. Fichtenstamm, Birkenstamm, Moment, was war jetzt? Handwerksblöd. Das, Erze, das und hier die ganze Kohle. Das kommt mit halt, hier Handwerk, noch der Spinnenfaden, Baumaterial, das kommt gleich in eine Verwurstung, das genauso. Sag mal, wo sind die Mistviecher? So, sehr schön. Eisen, das Zeug. Alle klar. Und damit wäre es das für den Teil auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, denkt dran, lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Vergesst nach dem Abonnieren nicht, die Glocke zu aktivieren. Lasst einen Kommentar. Und schlaft knackig. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schulle.